Herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2. Wir haben es gerade mit einem Zug angelegt in der nächsten in der letzten Folge. Kann ich hier jetzt eigentlich durch? Ah, nee, kann ich nicht. Okay. Der uns nämlich das Leben ein wenig erschwert hat. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Wenn ich hier schon irgendwie runterkomme. Ah, hier kann ich rein. Okay, cool. Macht also doch einen Sinn, was wir gemacht haben. Ich war mir nicht so sicher. Scheinbar ist das aber der richtige Weg. Und hier ist es ein bisschen dunkel. Bisschen sehr dunkel. Ja, Ladedaten, komm. Heute noch. Ich will wissen, was es hier gibt. Ich bin neugierig. Sandlöcher. Ugh. Klingt nicht einladend. Ah, Zombies gibt's hier. Das ist immer ganz was Neues. Und Slalomfahren gibt's hier auch noch. Moment. Du bist bestimmt, ja, es war klar. Oh, ey, nee, ist alles so dunkel. Oh, und Headcrabs. Ich hätte ja fast wieder drauf ge... Huch. Oh, okay, das Glas hat mal. Kann ich den Schrank hier wegstellen? Natürlich. Hi. Und tschüss. Da sind noch mehr. Oh Gott, da hinten kommen diese dicken. Ich hasse sie. Ich brauche mein Auto. Schieß sie einfach kaputt. Oder fahr sie kaputt. Ich muss hier durch, verdammte Scheiße. Das heißt, ich muss hier wirklich aussteigen, um die scheiß Autos wegzuschießen, damit ich hier durchfahren kann. Wer hat sich dieses blöde Spielelement ausgedacht? Platz machen für mein eigenes Auto. Nein, jetzt komm, fahr, danke. Lass mich aus diesem Tunnel raus. Wavenholm war dunkel genug. Ah, ich bin raus. Juhu. Licht. Schöner blauer Himmel. Keine Gegner. Harmonie. Hoffe ich mal noch. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Komme ich hier irgendwie rum? Nein. Muss ich da lang. Wie hieß der Abschnitt? Sandlöcher, ne? Ah. Wieder ein Combine-Lager zufällig hier vorne? Ja, ein Combine-Lager. Hallo. Fump. Ich wollte die zwar gar nicht mit der Sniper legen. Huch, komm ich gar nicht rein. Was ist denn hier los? Okay, das Schiff lassen wir mal Schiff sein. Ich will aber eigentlich in dieses Haus hier rein. Ah, hier geht's rein. Okay, cool. Bitte heute mal ohne Zombies. Tut mir den Gefallen. Es ist so ruhig. Aber es ist ohne Zombies. Uah! Alter, wo kam die denn jetzt her? Nö, ich gehe wieder raus. Vergesst. Oh Gott. Scheißteile, Alter. Rollt mir irgendwas hinterher? Nein. Boah, ich wollte mir nur das Haus angucken. Meine Güte. Ich habe den Sinn von diesen Bällen auch nicht ganz verstanden. Falls die überhaupt einen haben. Außer, dass sie mir auf den Sack gehen. Oh, was ist das? Stopp, halt. Der schießt schon auf mich. In den Fuß geschossen. Noch irgendwo einer? Ne, okay. Dann Schrotflinte raus, ab ins Auto und rein in die Basis. Alle. Oh, fuck. Na, rollt doch zu mir. Komm. Nicht unbedingt gleichzeitig, weil gleichzeitig kann ich euch nicht abfangen, aber... Ah, das war so klar. Am besten nehme ich einfach mal eine Granate. So. Boah, Fernkampf ist schwul. Schöne Nahkampf mal hier.
Aus der Ferne wirken diese Waffen einfach nicht, wie sie sollen. Oh, ich habe auch keine Munition mehr. Okay, hier ist aber anscheinend nichts mehr. Das heißt, ich könnte theoretisch mit meinem Buggy hier durchfahren. Ich probiere das jetzt einfach mal. Schrotflinte wieder raus. So. Auto, einsteigen. I. Feiert auch. Das sind ja echt super Schutzdinger. Einfach hier außen rumfahren und gut ist. Whee! Seht ihr? Also das müssen sie, glaube ich, nochmal üben im Schutz. Das hat nicht ganz funktioniert. Alter, wo ist die Straße hin? Fast nicht knapp genommen. Oh, noch eine Basis. Welch Wunder, welch Wunder. Da komme ich jetzt... Warte mal. Hier... Sehe ich schon Combine irgendwo? Ne. Hallo, ist hier jemand? Hallo. Nö. Oh, ich nehme alles zurück. Geht weg. Scheiße, keine Munition mehr. Okay, wir haben ein folgendes Problem. Ah, okay, Problem haben wir nicht. Irgendwas kann ich hier machen. Wir haben hier... Ups. Wir haben hier Generatoren. Wieso bist du jetzt hier drin? Wieso bist du jetzt hier drin? Warum seid ihr generell hier drin? Warum ist hier ein Weg im Tor? Warum? Ich höre noch irgendwas. Ah, erstmal so eine Kugel. Komm her. So. Wer will die abhaben? Kann ich die nicht einfach nutzen? Die sind doch auch elektrisch. Elektronisch. Ihr wisst, was ich meine. Ne, das Problem ist... Warte mal. Sind das diese Energiezellen? Ah, okay. Oh, ey. Okay. Das heißt, ich muss noch irgendwo eine Energiezelle finden. Die ich dann... Glas bringt mir dann auch nicht so viel. Was ist das denn da oben? Ah! Seht ihr? Wieder ein Versteck gefunden. Die ich dann, da reinsetzen kann. Frage ist nur, wo ist die letzte? Das Ding will ich schon die ganze Zeit kaputt machen. Weil ich wissen will, ob da oben was drauf ist oder nicht. Ups. Das bringt mir nichts. Ich höre schon wieder... Seht ihr? Ich wusste es. Das, die Fässer da oben sahen nämlich so verräterisch aus, dass das fast klar war. Jetzt müsste auch das Tor aufgehen, ja. Aber irgendwo war noch so ein Schneideding, ja, da hinten. Moment, komm mal her. Dich kann man nicht hier liegen lassen. Falls Kinder mit dir spielen wollen, verletzen die sich nämlich. So. Und ab in den Tunnel. Mal wieder, weil hier so selten Tunnel sind. Bitte ohne Zombies. Bitte ohne Zombies. Bitte. Lade Daten. Lass mich einfach am Ende wieder raus. Können wir mal erzählen, der wievielte Tunnel war das jetzt? Das Spiel besteht mehr aus Tunnel als aus alles anderem. Ah, Licht. Wow! Geil gedreht. Muss ich mir lassen. Das Wetter wird schlechter. Netter Nebenfakt. Oh, ein Leuchtturm. Ah, das sind meine Verbündeten. Hallo. Ich bin der Gute. Wir empfangen Funkverkehr. Sie suchen das Auto. Das da? In die Garage mit dem Wagen. Okay. Ist das eine Garage für dich? Wenn ja, gut geparkt. Huch. Der hat einfach das Tor zugemacht, dumme Sau. Ah, okay, hi. Doc. Es geht nur noch zu Fuß weiter. Es gibt einen Geheimweg, die Steilküste lang. Doch niemand kann weg, bis der Angriff abgewehrt wurde. Wenn du uns bei diesem Kampf hilfst, dürfte das unsere Moral stärken. Oh Mist. Da kommen Landungsschiffe. Was? Wo? Wo? Ich brauche Munition. Ich habe keine Raketenmunition mehr, fällt mir gerade ein.
Okay, Sekunde. Bevor ich jetzt hier irgendwo irgendwas mache, ganz schnell gucken, ob ich Munition finde. Allerdings sieht es hier eher... Ah, hier. Ah, aber nichts Wichtiges. Scheiße. Ups. Ich helfe euch gleich beim Kampf, aber erst muss ich noch Kisten stapeln. Sorry. Vielleicht gibt es hier irgendwo brauchbare Munition. Na Gott, die kämpfen schon. Kann das? Jupp. Yep. Ups. Was seid denn hier alle? Sind denn die Gegner alle vor allem? Ich hätte jetzt irgendwie mit mehr Combine gerechnet. Drei. Boah, habt ihr gesehen? Ich lasse sogar Patronenhülsen fallen beim Nachladen. Wie realistisch ist das denn bitte? Wow. Moment. Komm, lass sie raus. Hihihihihi. Nochmal, nochmal. Oh, das war ein bisschen zu hoch geworfen. Hinten fliegt das nächste Ding. Ich will nicht mal zum Leuchtturm. Eigentlich. Aber der Weg ist so weit. Okay, wenn sie eh da landen, dann kann ich auch zum Leuchtturm gehen. Kann ich denn da überhaupt irgendwo rein? Gucken. Ah, interessant. Jetzt nehme ich da oben einfach mit meiner Sniper hin und sniper die alle weg. Gott, ist der hoch. Gut, heißt wahrscheinlich nicht umsonst Leuchtturm. Aber trotzdem. Boah, Munition vom Feinsten. Geiler Scheiß, Alter. So, wo seid ihr? Nein! Nein! Nicht stehen bleiben! Also doch schon stehen bleiben, aber noch. Die machen es aber auch echt nicht einfach. Wie schnell man hier runterspringen kann. Ist ja mal mega. So, wer will jetzt noch auf den Sack? Waren alle, oder? Sind die jetzt alle runtergelaufen? Gibt es hier unten überhaupt irgendwas? Huch. Error. Warum auch immer hier ein Error steht. Wo sind denn meine Kollegen hin? Alter! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Verschwinde! Das bringt irgendwie nur nichts. Ein Hubschrauber! Im Leuchtturm gibt's Raketen für den Werfer, Freeman! Oben im Leuchtturm. Gut, ich war zwar erst oben, aber ich renne gerne nochmal nach oben, weil der Turm ist auch so klein, weißt du? Irgendwo ganz oben wahrscheinlich, ne? Hier. Raketen, Raketen, Raketen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. So, wo ist er? Bist du das? Schießt du die ganze Zeit auf mich? Ja, tust du. Einmal. Scheiße, abgewehrt. Wie? Wieso lebt der noch? Ich brauche neue Raketen. Wo bist du? Komm her. Komm zu Papa. Ich bin dir einfach über, Kollege. Das musst du einfach so akzeptieren. Huch, da bist du ja. Über die Klippen. Du hast dem. Ich folge dir einfach. Du weißt, wo es lang geht wahrscheinlich. Ich vertraue dir, also verarsch mich nicht. Ah, wahrscheinlich unten jetzt mit diesem Zahlenfeld. Weil in einem alten Leuchtturm ist normalerweise kein Zahlenfeld. Dort entlang, ja. Und vorsichtig. Huch. Das ist ja mal mega.
hier kann ich lang. Cool. Da soll ich rüber? Au! Hey, du Penner! Ich hab ein bisschen Angst, irgendwo runterzufallen. Aber ich glaube, es hat funktioniert. Perfekt, lade Daten. Freunde, ich mache jetzt hier einfach mal wieder einen Cut. So nett, wie ich bin. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich gehe jetzt kurz noch um die Ecke und gucke, was da passiert. Ah, okay, nichts Spannendes. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.